Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie 3 kosmische Botschaften, Lektion 7, den Schöpfer anbeten. Unser Merktext für diese Woche steht in Offenbarung Kapitel 4, Vers 11. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge erschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Sonntag. Ein Gefährte in der Bedrängnis. Die Rede ist von Johannes, dem letzten überlebenden Apostel, auf der Insel Patmos, dieser Gefangeneninsel im Ägäischen Meer zwischen Griechenland und der heutigen Türkei. Als er dort in Quarantäne ist, damit er nichts mehr anstellen kann, dieser Johannes, denn dadurch, dass er der letzte der Apostel war, war natürlich ein besonderer Ansturm auf ihn, weil er hat das noch erlebt. Er war mit Jesus unterwegs gewesen. Die Leute kamen, du, wie war das? Und bei jener Geschichte, und kannst du uns erzählen, dieses, jenes? Ja, und damit der nichts mehr anstellen kann, kommt er gewissermaßen in Schutzhaft auf diese Insel. Und eine Gefangeneninsel, kein Mensch dort, ganz allein, isoliert, kann nichts mehr an Mission durchführen, scheinbar. Aber ein himmlischer Bote durchbricht das und bringt ihm Nachricht aus dem Zentrum des Universums, aus dem Weltall kommt Besuch. Und der Bote aus dem Weltall, der tut sich also nicht schwer, diese Gefangeneninsel zu erreichen. Und dann lesen wir hier in Offenbarung 1, Vers 9, ich lese auch Vers 8. Ich bin das A und das O, sagt der Herr. Der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. A und O, erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet, Alpha und Omega. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Ich bin alles. Und jetzt schreibt Johannes, ich Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, ich war auf der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Er hat sich also dazu bekannt und das hat den Herrschenden nicht gepasst, dass der so Anhänger um sich schart und daher dort in Quarantäne gesetzt, isoliert. Und dann schreibt er hier, ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme als eine Posaune. Da kommt Jesus und erklärt ihm die Zukunft. Er durchbricht alle Schranken, auch alle zeitlichen Schranken. Hier haben wir also Zukunft pur vor uns. In dieser Durchbrechung der zeitlichen und räumlichen Schranken. Angeblich war also dort in einer Höhle, wo er gewohnt hat. Und dort gibt es wirklich eine Höhle auf Patmos. Und wenn das das war, wo Johannes war, jedenfalls hat man bei dieser bestimmten Höhle dort eine Inschrift angebracht. Und da steht Folgendes, aus Offenbarung 14, Vers 7. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und unser Thema für diese Woche heißt ja, den Schöpfer anbeten. Interessanterweise hat man diesen Vers aus der Offenbarung, der hat einen Eingang dieser Höhle angebracht. Ist also angebracht, dass man das dort angebracht hat. Denn wenn die letzte Krise der Erde so massiv eintritt,
dann werden wir so manche Bibelverse viel besser verstehen. Vor allem den Vers aus Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Weil Leid ein Turbofaktor ist für Reifung, für Reifungsprozess. Montag bietet den Schöpfer an. Im Jesaja-Buch, Kapitel 40, in Vers 26 heißt es, hebt eure Augen in die Höhe und seht, nicht in der Nacht, wenn du dann an einem klaren Nachthimmel die Sterne betrachtest, was siehst du da? Wer hat solche Dinge geschaffen? Wer führet ihr Heer, nämlich das Heer der Sterne, bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen, seine starke Kraft ist so groß, dass nicht ein Stern fehlt. Alles da. Dieses Bild vom Universum, das wir in der Nacht am Sternenhimmel oben sehen, wo wir also buchstäblich fern sehen können, nämlich in die Ferne sehen können. Nie können wir ferner sehen als bei einem klaren Sternenhimmel. Das ist einfach unendlich fern, alles miteinander. Und ich liebe es, in der Nacht im Sommer draußen zu schlafen und einzuschlafen unter diesem 1000-Sterne-Himmel. Eigentlich sind es 3000 Sterne, die man so, wenn nicht die Lichtverschmutzung da ist, mit freiem Auge zählen könnte, wenn man sich nicht geirrt hat, ob der schon gezählt worden ist, der Stern, oder ob ich dort stehen geblieben bin. Also dieses Licht am Meer, was da auf uns herableuchtet, da geht uns etwas auf, wer der Schöpfer ist und wer wir sind, nämlich Winzlinge. Ein Nichts, ein Hauch. Und dennoch sind wir ihm so wichtig als seine Geschöpfe. Obwohl das Universum so groß ist und wir so klein, sind wir ihm wichtig. Das ist so faszinierend, dass wir so einen Wert haben für ihn. Und er uns diesen Wert auch zumisst. Denn wenn man denkt, wenn unsere Sonne, nur die Sonne, wenn man die sich ein wenig näher zu Gemüte führt, die produziert in einer Sekunde mehr Energie als die gesamte Menschheit seit Beginn der Zeit, wo es diese Menschen gibt bis heute, wir an Öl, Gas, Feuer, Holz, was Kohle, was immer wir verwendet haben, um Energie zu erzeugen. Was immer wir an Energie produziert haben, das erzeugt unsere Sonne in einer Sekunde und mehr davon, was wir in einem ganzen Alter der Menschheit produziert haben. Das ist die Sonne. Und würde Gott sie nicht scheinen lassen, gäbe es uns alle nicht. Wären wir alle schon längst erfroren und wären tot. Und da geht uns etwas auf von dieser Größe des Schöpfers. Wer ist der, der das geschaffen hat? Und Primitive, das heißt sehr naiv Denkende, bleiben bei der Sonne stehen und beten die an. Und nicht den dahinter, der sie geschaffen hat. Es ist ja noch einmal eine ganz andere Dimension. Wenn wir ihn aber nicht anbeten, rauben wir ihm die Ehre. Und das wirkt sich sehr, sehr schädlich auf uns aus. Weil wir dadurch dem, dem alle Ehre gebührt, nicht die gebührende Ehrfurcht erweisen. Und das wirkt auf uns zurück, auf unsere Psyche. Und umgekehrt wirkt es auch zurück, wenn wir ihm die Ehre erweisen. Weil das sein Programm ist, das er in uns hineingelegt hat, dass wir auf die Art und Weise
zur erfüllten Sehnsucht kommen. Und nur auf diese Art und Weise, auf keine andere. Wir können alles probieren, nicht wie ein König Salomo im Buch Prediger schreibt, was er alles gemacht hat, was er an Bauten darstellen ließ, an Gärten, an Bewässerungsanlagen, an Speisen, an exotischen Tieren, dann an Wissensvermehrung, was er für Bücher geschrieben hat, was er alles an Wissen zusammengetragen hat. Sag, und was kam raus? Als ich es betrachtete, so mit Abstand, ein Haschen. Wonach? Nach Wind. Dienstag. Ein Gott, der nah ist. Im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im Kapitel 5 lesen wir in Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Die Theologen verwenden gerne so Fremdwörter, Fachbegriffe. Zum Beispiel die Transzendenz Gottes. Das ist also diese Ferne, wenn du ins Universum blickst. Wo ist Gott? Aber es gibt auch die Immanenz Gottes. Das heißt, die Gegenwart, dass er dir ganz nahe ist. Das ist unsere Überschrift, ein Gott, der nahe ist. Nicht als die Magd von Sarah, das war die Frau von Abraham, als die flieht, davonläuft von ihrer Herrin und dann am Verdursten ist in der Wüste und ein Engel ihr einen Brunnen zeigt, damit sie nicht umkommt, sagt sie, du bist ein Gott. Ein Gott, der mich sieht. Das ist ihre Erkenntnis. Also du nimmst Anteil an meinem Geschick. Schaust nicht einfach zu, wie ich da vergehe und umkomme. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist dieser Begriff der Immanenz Gottes, seiner Gegenwart. Er ist da, ganz nah bei dir. Viel näher, als du ahnst. Er ist ferner, als wir ahnen und näher, als wir ahnen. Er kann jederzeit ganz, ganz, ganz nah sein. Nun, wenn man diese Predigt des Paulus in Athen betrachtet, und wir haben das in der Apostelgeschichte in Kapitel 17, da kam Paulus, der Apostel, zu den Intellektuellen seiner Zeit. Athen war ja die Kulturhauptstadt. Das war also so, wenn heute jemand sagt, er hat an Harvard University studiert oder in England an der Oxford University. Das sind also so die Flaggschiffe. Und in Kapitel 17 kommt Paulus nach Athen. Das sind also die Philosophen, die also meinen, sie sind die Weisesten auf Gottes Erdboden. Dort in Athen, die haben sonst nichts zu tun, die sind vermögend. Es wird nur diskutiert und philosophiert. Und er erklärt ihnen dann, der Apostel, so ein paar wichtige Dinge. Und er sagt in Vers 26, und Gott hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschengeschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und hat ein Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lang und wie weit sie wohnen sollen. Und dass sie den Herrn suchen sollten, das ist jetzt der entscheidende Punkt, ob sie ihn doch fühlen und finden möchten, und zwar, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Was für eine Formulierung. Er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn, im nächsten Vers, denn in ihm leben, weben und sind wir. Als auch etliche Poeten bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. So sind wir göttlichen Geschlechts. Und so wir den göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen, steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Es ist viel, viel mehr.
Aber Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden, umzukehren, Buße zu tun. Darum hat er einen Tag festgesetzt, an welchem er richten will, den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, Jesus Christus. Das ist also etwas, wo Paulus aufzeigt, was Zukunft ist, was da auf uns wartet. Und er hat jedermann vorgehalten, den Glauben, nachdem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Bis hier hören Sie ihm zu. Aber Sie von Totenauferweckung hören, da steigen Sie aus. Aber andere sagen, wir wollen dich noch einmal hören. Mittwoch. Evangelium, Gericht, Schöpfung. Wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 3, und hier, der Vers 8 und 9. Er sagt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. So schreibt Paulus von sich. Also wenn jemals einer eine Kapazität gewesen ist, dann der Apostel Paulus. Und er sagt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Das ist sein Auftrag. Und im Brief an die Kolosser, und dort in Kapitel 1, das ist überhaupt so ein besonderer Abschnitt, da schreibt er, über Jesus ab Vers 13, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist so seltsam formuliert. Wir waren also in einem Reich der Finsternis und der Satans Herrschaft. Und was macht Christus? Er versetzt uns in sein Reich. Wir kommen in das Reich des lieben Sohnes Gottes. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Durch sein Blut erlöst. Vergebung. Hätte er nicht geblutet? Keine Erlösung. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Kreatur? Obwohl es viele andere vorher gab. Aber an Bedeutung, an Wichtigkeit ist er der Erstgeborene. Und diese Texte, die zeigen etwas auf von dem, wer der ist. In Offenbarung, Kapitel 4, wo wir in einen himmlischen Thronsaal blicken, da heißt es im letzten Vers, Herr, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Du bist würdig, du bist der Schöpfer. Ohne diesen Schöpfer Gott, ohne sein Schaffen, stände ich jetzt nicht hier. Und du könntest jetzt nicht zuhören und nicht zuschauen. Das ist seine Schöpferkraft. Dass es dich gibt, dass du lebendig bist, dass du das erlebst mit deinen Sinnesorganen, hast du ihm zu verdanken. Wie anerkennst du das? Hast du ihm das schon gesagt? Danke, Herr, dass es mich gibt. Danke, Herr, dass du mich so geschaffen hast, mit all den Talenten, die du mir gegeben hast. Wir vergleichen uns mitunter mit anderen und denken, boah, die Person, die ist ja viel, viel schöner, viel stärker, viel hübscher, viel intelligenter, viel weiser, was immer. Und wir schneiden dann schlechter ab. Natürlich, wenn du dich mit irgendeinem Außergewöhnlichen auf diesem Planeten vergleichst. Aber du lebst, du bist einzigartig, dich gibt's. Aber
Gleichzeitig hast du als Geschöpf auch eine Verantwortung. Nicht Paulus in seinem Römerbrief, da wird so manches deutlich, es ist überhaupt eine Abhandlung, wie man sie nicht besser schreiben kann, wo Paulus auf alle entscheidenden Dinge eingeht. Und da heißt es ab Vers 17 in Römer 5, denn so um des einen Willen, nämlich seiner Sünde von Adam her, der Tod geherrscht hat durch den einen, wie viel mehr werden die, so da empfangen die Fülle der Gnade und der Gabe zur Gerechtigkeit, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Durch Adam kam die Übertretung, die Sünde, der Tod, und durch den einen, Jesus Christus, kam wieder das Leben, die Auferstehung. Wie nun durch einen Sünder die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, und das ist jetzt wesentlich, was jetzt kommt, so ist auch durch des einen Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Faszinierend. Durch einen Bösewicht geht alles in die verkehrte Richtung, alle sind sie verdammt, und jetzt kommt einer, der das wieder zurechtbiegt, damit alle gerettet werden können. Alle, die bei ihm einsteigen, die vertrauensvoll bei ihm einsteigen. Donnerstag, der Schöpfer am Kreuz. Wenn jemand Macht hat, so wird er diese Macht benutzen, solange er sie hat, um mächtige Entscheidungen herbeizuführen. Und wenn einer die Macht hat, dann gibt er sie freiwillig nicht her. In einer Demokratie muss er sie dann nach einer Wahl hergeben, wenn ein anderer mehr Stimmen bekommt als er oder er keine Lösung findet in Koalition mit anderen Parteien. Aber der Höchste des Universums steigt also herunter auf die Stufe von uns Menschlein. Also wenn du eine Ameise dich in die verwandeln könntest, wäre das nicht so eine Erniedrigung, als dass Jesus aus dem Weltall hierher als Mensch kam. Das ist eine noch größere Erniedrigung. Und dieser Schöpfer lässt es zu, dass man ihn verhaftet, dass man ihn fesselt, dass man ihn anspuckt, eine Dornenkrone aufs Haupt setzt, ihm draufschlägt auf die Dornenkrone. Unvorstellbar. Warum lässt das geschehen? Der braucht nur machen und die sind alle miteinander tot. Er lässt es über sich ergehen. Was für eine Liebe. Alles für dich und mich. Er setzt alle diese Dinge ein, um etwas zu bewegen, was sonst nicht bewegt werden kann. Liebe bewirkt wieder Liebe. Nicht wie finden sich zwei. Jemand fängt an zu werben, signalisiert, du bist kostbar, du bist wertvoll, ich will dich. Ja, und dann ist das Gegenüber völlig aus dem Häuschen. Da will mich jemand. Und dieses Beziehungsgeflecht, das dann entsteht. Ah, wie schön. Und wenn aber jetzt der Höchste, der dem alles untertan ist, wenn der sich von seinen Untertanen alles Schändliche antun lässt, was es nur gibt. Nicht in der Französischen Revolution kam es dann letztlich dazu, dass der König ergriffen, gefangen genommen, gefesselt, auf Schafott geführt und mit der Guillotine hingerichtet wurde. Aber er hatte keine Chance. Die ihn hätten schützen sollen, gingen zum Volk über und wurde ausgeliefert.
Und er allein kann sie natürlich nicht verteidigen. Und der König wurde hingerichtet. Also das war undenkbar. Da ging ein Schock durch Europa, nämlich durch die Herrscherhäuser. Wenn die das dort machen, dann machen sie es vielleicht in meinem Staat auch. Wehret den Anfängen. Aber wenn du jetzt die Macht hast, dich nicht umbringen zu lassen, also wenn dieser französische König Ludwig XVI. Noch irgendeine Macht gehabt hätte, dann hätte er sich nicht umbringen lassen. Und Jesus hat diese Macht. Wenn er nicht will, kann ihm keiner was tun. Und er lässt das alles an sich geschehen. Alles. Der lässt sich anspucken, lässt sich mit Fäusten schlagen, lässt sich auspeitschen, geißeln. Das sind Schmerzen, unvorstellbar. Das macht er alles. Obwohl er das jederzeit beenden und stoppen könnte, macht nur so machen, die sind alle tot. Warum macht er das? Sein Beweggrund ist Liebe. Er will dich retten. Und wie wirst du gerettet? Wenn du diese seine Liebe siehst, ja, dann beginnst du aufzuwachen, nachzudenken, ihm zu folgen. Ja, was willst du, dass ich tun soll? Dann fängt das Leben an. Dann geht es aufwärts. Und nur dann. Und dieser Schöpfer ist ans Kreuz gegangen. Hat sich dort fixieren lassen am Holz. Hängt dort. Eine größere Hilflosigkeit kannst du nicht haben, als wenn du fixiert bist. Fixiert. Hilflos. Scheinbar. Alles für dich. Damit du begreifst, was die Liebe Gottes ist. Freitag. Zusammenfassung. Da habe ich einen Artikel gelesen, was ist Glück? Wodurch glückt etwas? Wodurch gelingt etwas? Was ist Glück? Ja, der eine sagt, ja, wenn ich Geld habe ohne Ende und dann kann ich mir alles da mit arrangieren, so wie ich möchte, einkaufen und dieses und jenes und jener Gegenstand und Urlaubsreisen und. Ist das Glück? Ja, für die meinen, dass es das wäre. Und wenn sie es dann alles erleben, man sieht so viele schwer, schwer Reiche, also wirklich Vermögende, wo es also um Milliardenbeträge geht, um Tausende von Millionen, die todunglücklich sind. Als die große Krise war, hat einer von seinen Milliardenbeträgen mehr als die Hälfte verloren. 2008, Finanzkrise. Und wenn du statt 8 Milliarden nur mehr 3 Milliarden besitzt, das heißt nicht mehr 8.000 Millionen, sondern nur mehr 3.000 Millionen. Also wer von uns hat 1 Million? Der hat 3.000 noch. Ja, 5.000 hat er verloren. Und er hat nur das gesehen. 5.000 Millionen sind weg. Und ich habe nur mehr 3.000. Weniger als die Hälfte. Kann man da noch leben? Ich könnte schon. Aber der konnte nicht mehr. Er hat nur mehr gesehen, was er verloren hat. Und legte sich auf ein Bahngeleise, als der Zug kam. War es dann. Das Leben war für ihn nicht mehr lebenswert. Obwohl er wesentlich mehr hatte als 99,99% der Bevölkerung. Er hat nur den Verlust gesehen, nicht was er noch alles hat. Aber was ist also Glück? Es gibt so Glücksforscher und die definieren Glück so. Glück erlebt der Mensch in Beziehungen, nämlich in Liebesbeziehungen.
nämlich dass er Menschen um sich hat, dass er in einem Geflecht eingebettet ist, da drin so eingebettet, dass er weiß, die Menschen um mich herum, in meinem Beziehungsumfeld, die haben mich alle lieb. Die mögen mich alle. Das kann deine Familie sein, idealerweise, in deinem Studium, in deinem Beruf, wo immer du dich gerade bewegst, wenn da Menschen um dich herum sind, die dich mögen, die dich lieb haben, dann empfindest du Glück. Das kostet eigentlich gar nichts, das herzustellen. Außer, wie Jesus die goldene Regel geprägt hat, nicht manche haben daraus das dann so geformt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Aber Jesus hat es positiv formuliert, was du gern hättest, was ein anderer dir gegenüber tut und handelt, das machst du auch. Also wenn du gern hättest, dass man am Morgen dich fröhlich, freundlich, lächelnd begrüßt, mach du das auch. Wenn du gern hättest, dass man dich nicht betrügt, dann betrügst du auch nicht. Wenn du gern hättest, dass man dich nicht bestiehlt, ja, dann tust du auch nicht. Also, wo du merkst, ach, das ist gut für mich, ja, dann mach du das gegenüber dem Nächsten. Das ist die goldene Regel Jesu. So kannst du Beziehungen pflegen, herstellen, verfeinern, qualitativ, hochwertig machen. Und die wichtigste aller Beziehungen, die ist die zu deinem Schöpfer, mit ihm in Harmonie zu sein. Ja, aber da haben wir ja allerhand Dinge angestellt, die gegen ihn waren. Naja, man kann ja mit neuer Einsicht Dinge neu anpacken und neu betrachten. Und du kannst es deinem Schöpfer sagen, wo du dich verirrt hast und dass es dir heute leid tut, dass du gerne neu beginnen möchtest. Er wird es dir ermöglichen, aus Liebe.